Ich bin gebeten worden, eines meiner Lieblingsgemälde hier im Germanischen Nationalmuseum zu präsentieren und ich habe mich für Hans Baldungs Green Sebastiansaltar entschieden. Warum? Weil er eine der grandiosesten Bildwerke und farbigsten Gemälde der Zeit ist. Ich liebe diese direkte Konfrontation von Grün, Rot und Gelb. Keiner ist so kühn mit Farbe umgegangen wie Baldung in diesem Altar. Warum? Baldung war hier in Nürnberg zwischen 1505 und etwa 1507 vor allen Dingen als Glasmaler, als Glasmalereientwerfer tätig. Und dort werden die Farben genauso eingesetzt. Übrigens, der Herr im Grün ist Baldung selber. Er erscheint hier im Selbstbildnis hinter dem heiligen Sebastian, sehr edel gekleidet. Dieses Haarnetz war die letzte, ultimativste Mode damals. Und er zeigt in diesem Altar, was er alles drauf hat. Wir haben hier zwei kleine Details. Das sind Fliegen, die so authentisch gemalt sind, dass man das Gefühl hat, sie sitzen auf dieser gemalten Oberfläche. Und damit nimmt Baldung Bezug auf eine antike Künstlerlegende, die besagt, dass die Antiken, die besten Maler, Trauben so täuschend gemalt haben, dass Vögel herbeigeflogen seien, um an diesen Trauben zu picken. Und so sind wir geneigt, diese Fliegen von der Bildoberfläche zu verscheuchen. Was diesen Altar ansonsten auszeichnet, ist ein unglaublich detaillierter Umgang mit Modellierung, mit Pinselschraffuren. Da zeigen sich ganz deutliche Einflüsse von Dürer. Aber ansonsten, auch hier etwa im Gelb, ist Baldung ein absoluter Meister der Farbe. Er nimmt einen Gelbton, den er einmal etwas ins Blau abschattiert und einmal etwas ins Braune und man hat zwei Gelbtöne auf der gleichen Fläche. Genauso hat ein Glasmaler arbeiten müssen. Das heißt, wir entdecken hier immer wieder Bezüge zu Baldungs Tätigkeit hier in Nürnberg. Er war eben nicht zur Hauptsache Schüler Dürers, sondern als Glasmaler gelernt und geübt und wird hier zu einem Meister der Farbe und unterscheidet sich damit eklatant von Dürer, der eher als Meister der Zeichnung und der Grafik gelten könnte. Deshalb sitzt dieser Altar auch an der Stirnwand hier in der Sammlung als Gegenstück zu Dürers Gemälden, weil er im Prinzip mit Dürer zusammenhängt, es ist die gleiche Zeit, aber eine völlig andere Kunstauffassung als Dürer repräsentiert. Die Mitteltafel des Altars zeigt den heiligen Sebastian an dem Baum gefesselt, wie er seine Marter erfährt. Sebastian gehörte zu den populärsten Heiligen im Spätmittelalter. Er war Nothelfer vor allen Dingen für die Pest und für andere Hautkrankheiten. Und deshalb erscheint er hier auch in so prominenter Stelle, denn der Auftraggeber, Ernst von Wettin aus Halle, litt unter Syphilis. Dafür war Sebastian auch zuständig. Er sollte nämlich als Nothelfer auch vor dieser Krankheit bewahren. Und mit der Stiftung des Altars verband der Auftraggeber natürlich die Hoffnung, von dieser Krankheit geheilt zu werden.